Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Demo, nämlich zu Soulstice, einem Hack-and-Slash-Beat'em-up in einer Fantasy-Welt. Ich liebe Fantasy, deswegen hoffe ich, dass ich auch diese Demo lieben lernen werde. Ich würde sagen, let's start. Gamepad, ich spiele nicht mit Gamepad. Soll ich mit Gamepad spielen? Ich kann mit Gamepad spielen, aber ich spiele eigentlich mit Tastatur und Maus. Mal sehen, mal gucken. Ja, da kommt was Großes. Ist unsere Schwester ein Geist? In uns? Die in uns lebt? Sister, talk to me. Are you alright? Yes, despite my weakness. Was hat sie denn? It's not your fault. Then whose fault is it? You saw. I almost. If I gave in to the corruption inside me, you'd be lost. I won't allow it. You resisted. No other chimera could have done that. No other chimera with a damn corrupted as a knight, you mean? Sister, that was an insanely powerful aura. And there's something else. I could sense there were two chimeras at the source. I felt their strain, their suffering. They pushed themselves to their limits. It was like a scream in my head. But then all of a sudden, they were gone. Both of them. Oh, sie ist nicht in uns, sie ist auf uns. Okay. I can't sense either of them now. And the other aura, it's gone too. Not for good, I'd wager. We might be the only ones left to fight it. Be on guard then. We may have to deal with that sooner or later. Ich kann die Kamera nicht bewegen, das ist irgendwie weird. Hey, bist böse? Bist böse? Scheint so. Das war okay, okay. Das war schon mal ein ziemlich schönes Hack. Also zerstückeln geht ganz gut. Übrigens, wie wir das erste Mal den Charakter gesehen haben, ich dachte sofort so, Final Fantasy. Das hat mich direkt dran erinnert. Beschwörungsfeld. Loot kann mit himmlischen Objekten interagieren, die nicht in die physische Welt gehören. Wie zum Beispiel die Kobaltadern. Wenn du Q drückst, aktiviert Loot das Beschwörungsfeld, wodurch sich jedes himmlische Objekt in ihrer Nähe manifestiert. Wenn das Beschwörungsfeld aktiv bleibt, wird Loot erschöpft und ihre Entropie nimmt zu. Die Entropie von Loot verringert sich jedoch, wenn du ein ätherisches Objekt triffst, während es sich im Beschwörungsfeld befindet. So viele Wörter, die ich nicht verstehe. Wenn Loots Entropie ihr Maximum erreicht, wechselt sie in einen Zustand des Überladens. Wenn dies passiert, verschwindet Loot und sie kann ihre Kräfte nicht mehr einsetzen. Oh nö. Sie wird jedoch in wenigen Sekunden wieder Briars Seite sein. Oh, Loot ist unser Geistmädchen. Unsere Schwester. Okay. Bestätigen. We can shatter them if we work together. Beschwören. Let me focus my energy. Shatter? Das hat nicht funktioniert. Muss ich die... Okay. Muss ich gar nicht mit diesen blauen Edelsteinen machen? Bin verwirrt. Bin jetzt schon verwirrt. Wir haben erst angefangen. Na gut, aber unsere Sister geht's wieder gut. Das heißt, time für ein bisschen Kampf. Wenn du siehst, F feindlichen Kontern. Okay. Let's keep it up.
Macht die Schwester den Konter? Wait. Ja, die Schwester kontert, wenn man F drückt. Zumindest wie es so jetzt ausgesehen hat. Okay, das heißt, ich muss eigentlich immer nur linke, rechte Maustaste drücken, hin und wieder F, wenn ich ein F sehe. Und das war's. Ist doch recht angenehm. Recht angenehmes Kampfsystem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele ja eigentlich, wenn ich solche Spiele spiele wie das hier, oder auch Witcher 3 zum Beispiel, wo du ja auch viele so Schwertkämpfe hattest. Ich bin so eine Person, ich renne einfach rein, ziehe mein Schwert, drücke so lange Maustaste, bis die Gegner tot sind. Die ganzen Strategien und so und das, ich weiß nicht, das ist mir zu anstrengend, das irgendwie zu erforschen. Aber okay. Einheit. Einheit stellt die Verbindungen zwischen Briar und Luta. Je höher ihre Harmonie, desto effizienter ist ihr gemeinsamer Kampf. Der Indikator ist in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, zeigt den Level von Briar und Luts Einheit an, also berufe ihn auf den Kampf. Okay. Während du kämpfst, kannst du Einheit gewinnen oder verlieren. Angriff und Verteidigung sind beide in den Prozess involviert. Die erfolgreiche Kombination der Fertigkeiten von Briar und Lut erhöht die Einheit, während sie verringert wird, wenn sie getroffen oder zurückgestoßen werden. Erhöhe Einheit auf den höchsten Level, um die Bindung zwischen Briar und Lut zu stärken. Wenn diese Bindung erfüllt ist, können die Schwestern einen verheerenden Synergieangriff entfesseln. Versuche dem wilden Angriff die alternative Kombo und deines Fallenbeschützers auszuführen, um sie mit ihrem Synergieangriff zu abzuschließen. Die deutsche Übersetzung ist nicht ganz fehlerfrei. Aber egal, ich weiß, was gemeint ist. Okay, zur Zeit sind wir so in halber Synergie. Aber was meinten sie mit Angriff und Verteidigung? Ich kann mich nicht verteidigen, oder? Habe ich irgendeinen Button zum Verteidigen? Ich glaube nicht. Ich drücke nur brav immer F. Weiß nicht, ob das dazu beiträgt, dass die Anzeige sich füllt. Aber sie sinkt auch ziemlich schnell. Okay. Okay. Ich kann nicht lesen, wenn ich kämpfe. Was stand da? Verdammt. Ich bin gespannt, wann wir die ersten freundlichen Menschen treffen, die wir nicht sehr säbeln müssen. Oder ob wir überhaupt welche treffen. Man weiß ja noch nicht so wirklich viel von der Welt. All this death, gods, peasants, it didn't matter who they were. Sieht zur Zeit doch nicht so aus. The gods sealed the gates, trapping the people inside. They tried to contain the corrupted and failed. Also leben noch Leute drin? Müssen wir in das Gebäude rein? Wie komme ich da rein? What do I have to do? Während das Beschwörungsfeld aktiv ist, kannst du die Koboldtaten treffen und zerstören. Das hier? Okay, ich kann hier nicht runter. Drauf. Oh, da oben ist so ein Kristall. Warte. Oh! Oh. Warte. War ich dumm? Ich glaube, ich war dumm. Wenn ich hier... Oh, ich verstehe. Ich hätte draufschlagen müssen. Mann! Dumm. Das hat mir das Spiel bestimmt gesagt, oder? Ja. Okay. Ups. Hat keiner gesehen. Oh. Bist du nett? Fertigkeiten? So sehen wir aus. Loot. Prime. Okay. Fallbeschützer. Unfallsmal Anstieg. Die anderen sind gesperrt. I don't know. Okay, das ist quasi linke Maustaste Angriff. Das hier auch. Das hier wird dann wahrscheinlich rechte Maustaste sein. Dann würde ich mal das hier verbessern. Loot. Was kann Loot denn lernen? Feld. 4 Sparten, von denen sich jeder einen bestimmten Ansatz im Kampf entspricht. Defensive. Offensive. Das da unten ist gesperrt. Es steht nicht wirklich... Oh. Oh mein Gott.
Und was? Wie viel kannst du denn lernen? Was? Vielfältig Geist, wenn ein richtig beschwert Loot 2 zu 6 für uns ist Schaden. Okay, dafür brauchen wir die blaue Währung. Da habe ich leider nicht so viel. Dann kann ich mir gar nichts kaufen. Oh! Hey! Hi! Du siehst nicht so nett aus. Egal, einfach drauf kommen. Einfach drauf. Ich hoffe, Loot kann nicht sterben. So, actually sterben. Ich weiß nicht, was das links oben ist. Ist das nicht Loots Lebensanzeige oder so? Yeah. Er ist tot! Er ist tot! Der große Mann ist down! Ha! Der war echt, eigentlich echt viel ausgehalten. Kann es sein, dass das oben links mein Leben ist? Ich sehe nämlich sonst keine Lebensanzeige irgendwo. Es würde Sinn ergeben. Platin Gold! Die Zeit ist ein bisschen, ja, aber sonst... Gold! Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber gut. Weiter geht's. Oh, ich habe Leben dazu bekommen. Cool, warum? Doch was? Was war hier? Ich habe es nicht gesehen. Die vom Anfang. Komm die Gegend, finde alle Spuren des Echos. Q und F drücken. Mit euch kann ich jetzt untersuchen. Me neither. Whatever's in there must be really valuable. Es ist so verwirrend, wenn man die Dialoge mit Enter weiterdrücken muss. I'm staying here. Whatever it is, it feels like the judge's breath on my neck. Shut up, they'll hear you. Soldiers, the next one of you who speaks will be flogged. The one after that will be hung. The one after that, courted. Have I made myself clear? Das ist die Frage, was angenehm ist. Soldiers of the Order? They were afraid. Yes, but not of the Knights, regardless of their threat. Easy now, easy! Not my choice to come this way, is it? I like it no more than you do. Settle down. Even the animals were restless. They could sense the danger too. This echo is so vivid. But the dead are screaming all around us. But this cuts through it all. Halt! In the name of the Triarchy and the Shining City of Ilden! The Ashen Blade. Huh. What is your business here? We carry a gift. From the Grand Master of the Order to the High Clergy of Ilden. Is that all? We are expected at the Cathedral of Guiding Light. We had no advance notice of your arrival. You can't just show up and... Our papers speak for themselves. Here, now let us in, if you care for your useless job. And... Just let them in! It's not worth dying for! Fine. Good, sir. Of course. You may pass. May the torchbearer light your way. Well, get off. This is the City of Light, is it? Now I understand the aura I feel. The one that left this echo came from inside that armored carriage. Can you tell me what was inside? I can't see inside. The carriage is lined with something. It's dulling my perception, so this was done on purpose. By someone who knows the Order, who knows its secrets. You mean... us?
the Chimeras? I think so. That carriage is at the heart of whatever happened here. Then we have to find it. And soon, whatever it's doing here might not be finished. Oh. Crystal cluster. This shouldn't be here, so far from the tear. Welcher Riss? Kristallüberwucherungen sind karmesinrote kristalline Strukturen, die normalerweise den Zugang zu neuen Gebieten verhindern. Du kannst sie nur zerstören, wenn sie von Luths Verbannungsfeld beeinflusst werden. Dann machen wir das doch. Lut. Und schnell. Also eigentlich dasselbe wie bei den Blauen, nur mit E. Hi. Bist du nett? Bist du wieder so ein Typ, wo ich was kaufen kann? Nein, bist du nicht. Okay, und du bist auch nicht nett. Hätten wir das auch geklärt. Passt. Was bist du? Trauernde? Gespenster sind Feinde, die aus dem Chaos selbst Gestalt angenommen haben. Was himmlische Objekte betrifft, so besteht die einzige Möglichkeit, sich ihnen zu stellen, darin, sie in Luths Beschwörungsfeld zu halten. Oh Gott, okay. Also, cool. Nun muss ich da. Oh, die sind aber schnell kaputt. Ja. Easy. So, nochmal. Okay. Ich dachte schon, die halten. Was weiß ich, wie viel aus. Aber es geht voll. Dafür sind aber auch ziemlich viele von denen hier. Musst du gucken, dass Luth sich nicht überlastet. Wie viele sind denn hier noch? Noch einer. So, das war der letzte. Durch diese Zeit, das Zeitlupending. Oh nö, nur Platin. Weiß man wenigstens, wo man ist. Oh, ouch. Warum brennt denn hier alles? Überlebt. Durch das Tor? Kommen sicher wieder zuerst Feinde, bevor ich da durch kann. Oder? Natürlich. Wow! Das ist uncool. Für mich. Wie siehst du? We can defeat it, Lut. Remember our training. Gut, dass ich vorhin noch Lebenspunkte erhalten habe. Bosskampf. Erstmal zu dir kommen. Besessener. Gespenster sind auch in der Lage, lebende Wirte zu korrumpieren und zu verderben, indem sie sich an ihre Seele laben und sie in abscheuliche Monster verwandeln. Diese Besessenen sind gegen Brias Angriffe unverwundbar. Es sei denn, Lut hält sie in ihrem Verbannungsfeld. Oh, ich hab's mir schon gedacht. Das macht die Sache komplizierter. Ja, ich weiß. Ja, jetzt hol dir noch einen Buddy, oder? Oh. Das ist passiert, okay. Ich hatte das vorher nämlich übersprungen, weil ich dachte, man sieht nur, wie er ein Tor aufnimmt.
Und dann habe ich mich gefragt, warum wir jetzt in Top-Down-Perspektive sind. Jetzt verstehe ich es. Das heißt, ich muss diese Dinger hier zerstören. Ganz dringend, denn die sind echt böse. Ich bemühe mich doch. Ja. Wait, ist der da unten? Nein. Ich hätte gern Lebenspunkte. Irgendwo her. Hm? Ist der weg? Ja, dann komm wieder spielen. Komm her. Arrowhead. Und schön drauf. Jawoll. Ja, bleib noch länger hier, bitte. Bleib. Schade. Ja, ich move. Dass der immer wegspringen muss. Bleib doch hier. Jetzt nicht schon wieder. Du Feigling. Oh nö. Ew. Was tust du denn? Okay. Alle? Okay. Okay. Da hätte ich mir mitnehmen können. Dass du kaputt gehst. Du hast nicht mehr viel. Komm schon. Fast. Du bist ein nerviger Dude. Okay. Bald sind wir bei dir. Das ist echt fies. Ich habe keine Distanzangriffe. Come on. Was soll das? Ist er down? Ich glaube, er ist down. Er ist down! Gold! Er ist down! Yes! Fortfahren! Huh! Nimm das! Coward. Dieses Fleisch. Schwert durch Fleischgeräusch passt irgendwie bei diesem Steinkörper. Das ist verwirrt. Oh nö. You can do it! Gemacht. We did it, sister. It looks like we did. Sie meinte ja am Anfang, sie hat irgendwie die Fäulnis schon in ihr drin, oder? Macht sich das jetzt bemerkbar? Oh. Oha! Als ob das jetzt das Ende der Demo war. Puh. Fortfahren. Nein, das ist wirklich das Ende der Demo. Oh nö. Oh, ich... Ich würde gern wissen, wie es weitergeht. Das ist ein cooles Spiel. Also, ich meine, wenn die Bosskämpfe immer so ablaufen mit, dass der Boss so 100 Kilometer weit weg springt und du nicht gescheit hinsprinten kannst, weil man kann nicht wirklich sprinten, man kann halt nur ausweichen und dann dauert es auch kurz, bis man wieder schnell weiterkommt. Dann wäre das ziemlich anstrengend. Aber prinzipiell ist es eigentlich ein cooles Spiel.
ja, mal sehen. Ich bin gespannt, wie viel es kosten wird. Ist ja, wie gesagt, ab heute draußen. Also, vielleicht weiß ich jetzt schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Jenna!